Okay, wir haben eine Rabatt. Morgen. Oder guckst du da drin einen Kaffee? Ist ja schon gut. Aber dann machst du einen Kaffee. Das Wasser ist schon heiß. Voll Teufel. So, jetzt kannst du rein. Ja. Du kannst ja doch lesen, ohne Brüllen. Ich schau gar bloß Beutel an. Hast du die Äpfel gewaschen? Logisch. Wenn du das Zeug aber bringst in der Früh, das verstehe ich nicht. Mir darf es zu schlecht, wenn ich mir so steigen. Ich sag dir das, wie es ist. Ja, der Geruch schon. Na. Willi. Ja? Du isst jetzt dein Marmeladenbrot. Ja. Und Mittag, da isst du dann wieder was. Ja, logisch. Und genau das ist falsch. Das ist zu viel für einen Tag. Weil du neben am Abend noch mal was isst. Und das, da packt der Körper nicht. Ich is in der Früh. Und das ist aber richtig. Und dann brauche ich nichts mehr. Also wir haben gar einen Imbiss zwischendurch. Bis auf die Nacht. Und da ist es dann was ganz was Leichtes, dass der Magen nicht belastet ist. Geh mal nach Hamburg oder nach England. Da ist das, was ich ist, nichts. Aber schon gar nichts gegen das, was die essen. Am Schiff zum Beispiel. Bei der Marine überhaupt. Also ich muss jetzt weg. Da muss mir einen Hut ziehen. Und dumm, man kann Schand machen. Der erste Eindruck ist wichtig. Ja, ja, ist schon recht jetzt. Ja, ja, nicht bloß ja, ja. Das meine ich schon so. Das ist ein Familienbetrieb. Gesund gewachsen, eine Tradition. Da kommt nicht jeder rein. Ich mach das schon, Onkel. So. Und Mara Simi, bin ich wieder da, gell? Du hast noch Zeit lassen. Da rennt ich nicht. Der Vater? Gibt's nicht. Was heißt, gibt's nicht? Das heißt, dass es nicht gibt. Ganz einfach. Der ist gestorben. Oh, das tut mir aber leid. Ja, das brauche ich nicht leider, weil sie können ja nichts dafür. Na. Trotzdem brauche ich jetzt die Angaben, Geburtsdatum und Beruf. Ja, warum brauchen sie das jetzt, wenn er tot ist? Wer hat denn da was davon? Weil es da herinsteht. Ich muss doch das komplett ausfüllen. Also, Bundesbahnsekretär, geboren am 24. Dezember 36, gestorben am 25. Dezember 76.
Alles okay? Alles okay, ja, ja. Wie liegt man so? Nicht grob, würde ich sagen. Rot gehört noch ein bisschen hinter und zur Antriebsseite, dann können wir es lassen. Und da feilt sich noch nichts. Rot ein bisschen hinter und zur Antriebsseite. Ja, bin sowieso gerade dabei. Du, die zwei Spratzen mache ich noch weg, gell? Ist gut. Du? Sag mal, du bist da von unten rauf, oder? Aus Passau oder so? Simbach. Simbach, gell? Ja. Ich geh jetzt nur zum Karl rüber. Und dann gebe ich ihn auf. Ah, das tut gut, frische Luft. Bei der Luft da drin wurde dann gleich noch ganz schwindelig. Zwing dich doch nicht mehr. Magst du doch bloß nicht wieder reinhocken. Das verstehst du nicht. Ja, das glaube ich auch. Was machst du denn heute noch? Heute Abend habe ich keine Zeit. Heute hat der Willi seinen ersten Tag und da möchte ich schon wissen, dass es gleich fällt. Also dann fertig. Fertig, ja. Und übernimm dich nicht da drin. Frau aus der Angst am Nass. Das ist dabei diesmal in meiner Preisklasse. Pfarrer, entschuldigen Sie, ich habe geklopft. Kommen Sie ruhig rein, Herr Wilbau, ich mache nichts. Der Herr Gemeindewiesel kommt gleich. Sie dürfen ruhig da warten. Karl, gib mal her. Ignaz, du, ich hab jetzt keine Zeit für dich. Ich hab auch in der nächsten Stunde keine Zeit für dich. Wir haben nämlich noch außer der Reihe. Also 5 Minuten haben wir schon noch Zeit, Herr Gemeinwieser. Weil das schließlich noch mal ein bisschen verschnaufen dürfen, nicht wahr? Aber genau. Wo kann man denn da hüben, verschnaufen kann? Haben Sie vollkommen recht, Herr Pfarrer. Max. Was ist denn los, Ignaz? Dein Tipp. Was? Dein Tipp brauche ich, wenn ich jetzt abgib. Ja, was für ein Tipp denn?
Erst hat es geheißen, eine normale Messe. Ne? Dann wird wieder umgestellt, hoch am Nachher. Dann hängen sie uns noch einen Rosenkranz zu. Also ich weiß gar nicht, was die Leute für eine Vorstellung haben. Karl, den Lotto-Tipp brauche ich, weil ich ihn jetzt aufgib. Ja, aber wieso? Denn heute ist doch erst Montag. Das passiert mir nimmer, ich gebe ihn heute auf. Du, den Lotto-Tipp her. Ja, den habe ich jetzt nicht bei mir, den habe ich im Kasten drin. Dann hol ich ihn halt. Ja. Du musst dich fein umziehen, Karl, gell? Ja, ja, ich weiß schon, ich bin ja gleich wieder da. Aber sagst du alleweil? Na, Max. Ja, wenn's stimmt. Hat denn das jetzt sein müssen, he? So, da hast du den Schein. Du gut aufpassen, gell, dass er nicht verloren geht. Ich muss nämlich wieder rein. Ja, das hat jetzt sein müssen. Karl? Ja, was ist denn? Ich frag mich, warum du hast pensionieren lassen. Na ja, weiß wahr ist. Müssen uns die da noch jetzt einen Rosenkranz hinten hinhängen? Das würde mich einmal interessieren. Nicht schlecht, würde ich sagen. Ja. Nimmst du ihn, tragst du ihn rein. Ja, was? Ja, den Bogen. Nein, dran. Der Meister sollte okay sein. Dann sagst du, dass wir in der Farbe sind und dann geht's auf. Und was okay sein? So ein Schmarrn, das hab ich ja noch nie gehört. Ja, unterschreib du auf. Wo hast denn du vorher gearbeitet? In Simbach, das hab ich dir doch verzeiht. Aha. Ja, nix, aha, das stimmt schon. Okay zeichnen, du. Hallo? Ja, unser Legionär. Wie soll er das zum Zeichnen bringen? Was zeichnen, zeichnen? Bei uns wird nicht zeichnet, bei uns wird druckt. Wir sind nämlich Drucker, verstehst? Du meinst, ich soll diesen Bogen unterschreiben, verstehst? Also, na, tu ihn her. So, wie viel Andruck? Zum 170 rum. Wer hat eingespannt? Ich. Respekt. Da meine ich, haben wir einen guten Fang gemacht mit dir. Gut. Entschuldigung. Nichts entschuldigen. Hast du den Zettel? Dann tu ihn gleich her. Jawohl. Gut, ganz gut. Moment. Warte. Das ist nämlich im Augenblick gar nicht so einfach. Nein, nein, geh du wieder nicht. Na, du nicht! Die brauche ich noch ein bisschen. Das mache ich gleich telefonisch. Ruckzuck geht das bei uns. Ja, Franzi, hier, Bauer, ihr seid frei, ihr könnt im Vortrag gehen. Der Neue, der kommt dann erst in einer guten Stunde wieder. Sowas. Ja, der fährt mit mir, fällt. Wir müssen noch was erledigen. Ja, vierte, servus dabei. Ich wollte zuerst sagen, das ist ja alles gar nicht so einfach. Weil du hast ja da ein ganz schönes Glück gehabt, das ist dir ja klar. Warum? Warum? Ha, mein Lieber, warum? Wenn dein Onkel und ich, ja, das wird gelungen, nicht so gute Freunde waren, das sag ich dir gleich, dann wäre da überhaupt nichts gegangen. Ja, hast du überhaupt eine Ahnung? Wie schwer dass das heutzutage ist, eine gute Arbeit zu finden. Nur dazu in München. Ja, mein lieber Schwan. Nein, du. Wenn dein Onkel und ich nicht so gute Freunde waren, dann war da überhaupt nichts gegangen, das sag ich dir gleich. Da hätten dir deine ganzen Einser und Preise, die was du hast, überhaupt nichts genutzt. Aber für den Ignaz, also das ist was anderes. Gell? Das mit Unterschreiben, das hast du nicht gekannt. Nein, das hab ich nicht gekannt. Das hast du nicht gekannt. Ja, ja, das hab ich eingeführt, der Herrin. Und das war höchste Zeit. Das kann ich dir sagen. Also, haben wir's? Dann packen wir's. Was haben wir? Ich muss rein in der Arbeit. Du bist in der Arbeit. Wenn die ich brauch, dann brauch ich die. Verstehst du mich?
Da gibt's keinen Herrn mehr, der wo dir was anschaffen kann. Geh noch weiter. Wo gehen wir jetzt überhaupt hin? Das weißt du jetzt noch schon sehen. Sagen müsst mir was und der Bracher dich halt. Ja, ich habe meinen Arbeitsplan, aber ich muss mich nicht umziehen. Auch. Da musst du nicht umziehen, das ist schon recht. Also, geh noch weiter. Möchte man gar nicht glauben, was in dem Karren drinsteckt, gell? Ja, von außen schaut er aus wie ein normaler Lieferwagen, aber 165 Pferdl, mein Lieber, die müssen sich schön ins Geschirr legen. Ja, ich glaub's ja noch schon. Geht's nicht schnell, gell? Ja, langsam fahren wir ja gerade nicht, oder? Ja, was die Jungen kennen, das kann ich schon lang. Halt auf, Mama. Jetzt wart's ein bisschen. Gell? Jetzt kommt zuerst die. Ein anderes Mal gern, morgen vielleicht, aber heute habe ich keine Zeit. Haha, sie schaut nicht an. Den ganzen Tag daheim hocken und mit den Kindern umeinander puppeln. Und dann zum Einkaufen gehen und unsere Vorfahrt nehmen will. Das mag ich ja. Das kostet sehr Kleinigkeit. Das wissen Sie schon, gell? Nee, Erben schaut nicht an. Ja, meinst denn du, ich möchte übernachten an der Ampel da hinten, hä? Die haben uns reingeschnitten, das ist schon klar. Okay, geschnitten, geschnitten, was heißt da geschnitten? Ich bin mir doch nicht so auffällig an. Oder wo kommst du denn überhaupt her? Hast du überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung hier? Das spielt jetzt gar keine Rolle, wo ich herkomme. Sie brauchen sich gar nicht so aufspielen. Ich zeig's sie auch, ich hab einen Zeiger. Ein Zeiger, die da vielleicht, hä? Du, die kannst du einpapieren lassen in Silberpapier. Das sage ich dir, weil die hat nämlich überhaupt keinen Führerschein. Aber ich hab einen Zeigen und der hat einen Führerschein, gell? Und jetzt legst du mir am Arsch und zeigst mir an, du Depp, du Depp. Du hast ihm gehört, ha? Anzeigen mag er mit der Hans Wurst, der Tappige, der Schwab, der. Also ich mach ihn auf euch keinen Zeigen, gell? Wo fahren wir denn überhaupt hin? Was, wieso? Wieso magst du mir keinen zeigen? Ja, weil die anderen im Recht waren. Und sie fahren ja wieder gesenkte Sau. Die Frau davon, die hätten sie bald über den Haufen gefahren, sowas gibt's ja nicht. Du geh weiter. Du fahr überlegen, mit wem's redst, gell? Er mag vielleicht ganz schön frech wie ein Ermschago. Und überhaupt bist du gezwungen, dass du mir einen zeigen magst. Gerichtlich. Verstehst? So. Ja, das ist ja ein Lebensmittelgeschäft. Ja, das ist ein Lebensmittelgeschäft. Geh weiter jetzt, komm. Ja, geh her. Da nimmst du jetzt ein zwei und ich nehm eins. Ja, da geht das schon dahin. Pass auf, pass halt auf, Bauerntrampi. Ja, Mann. So, bist jetzt da. So, jetzt hören wir mal zu. Jetzt pass auf. Ich hab da ein ganz gutes System, das hat sich hervorragend bewährt. Also pass auf, ich lies vor und du packst ein, weil sonst kommen wir bloß durcheinander. Also nochmal. Ich pack ein und Sie lesen vor. Ja, sag ich doch. Sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen? Nein, ich hab mir das nicht noch mal vorgestellt. Das System. Jetzt komm, geh weiter, fang mal an jetzt. So. Sechs Stück, zwei. Nochmal zwei. So, jetzt drei Waschmittel. Da die linken. Drei Stück. These are great shoes for 75 watts. You can't go wrong. Haben Sie mir jetzt Hilfe? Ja, freilich. Wem denn sonst? Jetzt geh einmal weiter, mach. Komm, wir müssen dann rüber.
das ist jetzt gerade günstig. Jetzt ist gerade Mittagszeit, jetzt können wir so schön ausladen. Ha, du, da brauchst du nicht umziehen. Zieh mich nicht um, zieh mich aus, dass du nicht mit deinem Schmarrn allein auspacken kannst. Ich bin nämlich nicht dein Depp, verstehst du mich? Ich bin ein Drucker und nicht dein Mulli. Hast du mich? Ja, ja, so. Ja, sag mal, Bill. Wie redst denn du mit mir? Ja, was? Was glaubst denn du, wer du bist? Du Weitler, du Kreislicher! Du bist entlassen! Und zwar fristlos! Moment. Arbeitsbescheinigung? Halber Tag, halber Lohn, gell? Damit das alles seine Richtigkeit hat. Egal. Entschuldigen Sie bitte, ich hätte gern die. Schallplatten gibt's da hinten. Sie entschuldigen es. Aber sind Sie da dafür zuständig? Für was? Für die Schallplatten. Ja, so kann man auch sagen. Ich hätte nämlich gerne Platten. Die mit dem Zug vorn drauf, wissen Sie? Die hätte ich gern. Titel? Ja, Titel. Hat jetzt die geheißen. Jetzt überlegst du das und dann sagst du mir's, gell? Ah. Sie, da oben ist. Die hätte ich gern. Das ist der Bob Dylan, da wo der Zug fahren drauf ist. Was kostet's denn? Zahlen muss da vorne an der Kasse. Zeitung. Bitte, Ignaz, wirf das Geld rein. Hab ich doch. Hast du nicht. Du hast nur so getan, als ob. Gib's zu. Also, so will ich die Zeitung. Dann halt nicht. Ich hab's halt. Was machst du denn jetzt da? Ja, jetzt hast du das doppelt bezahlt, als jetzt besser ist. Ignaz. Ja. Hm? Komm, lass uns nicht wieder streiten. Ja, ich streit doch nicht. Komm, du alter Schwindler. Ah! Na, 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 du gehst doch nicht, ne, gell? Komm her, oh, Putzi! Da, niemand. Ja, sag mal, ist der Willi schon da? Du, okay, der geht ja schon mal in die Küche und mach einen Kaffee. Willi! Was machst du denn da? Ist das. Ja, was machst du denn da? Soll ich mir die Platten angehört? Da ist nichts drauf, aber schon gleich gar nichts. Was denn für eine Platten? Was ist denn los? Ach, die Platten da, die habe ich mir gekauft vor einer Stunde. Jetzt habe ich sie mir angehört und da ist nichts drauf. Nicht ein Fetzen von einem Zug ist da drauf. Kein Pfeifer, nix. Ist doch jetzt kein Weltuntergang. Brauchst du dich doch nicht so aufregen. Ja, aber dann brauchen sie nicht großmächtig einen Zug fahren drauf malen, wie nachher nichts drin ist davon. Oder? Ja, schon gut, jetzt trink mir erst einmal einen Kaffee. Das regt dich doch nicht so auf.
tatsächlich der Willi schon da. Ja, wer soll's denn sonst sein? Grüß Gott. Wie geht's? Schlecht. Na, jetzt machen wir erst einmal einen guten Kaffee. Meinst du nicht? Du schau doch mal, wo der Hund da draus frisst. Ein Hund? Aber was denn ein Hund? Das sind die Schüsseln, wo wir wie ein Pudding draus essen. Ach, jetzt habt ihr doch nicht so. Kann man doch wieder abspülen. Also bei uns hätte es sowas nicht gegeben. Du sag mal, wie spät haben wir denn eigentlich heute schon? Halb vier. Halb vier? Ja, habt ihr ja die Arbeit schon aus. Ja, was hat er denn? Also, was ist los, Willi? Warum bist du nicht in der Arbeit? Kündigt. Was, kündigt? Kündigt habe ich, sag ich doch gerade. Also, jetzt einmal ganz langsam. Was war los? Dein Herr Brunner, das wird mir so ein Depp sein, mein Lieber. Weißt du, was ich heute da hab? Lebensmittel habe ich eingekauft, im Großmarkt. Und dann hätte ich mich bald noch umgebracht, auch, mit seiner depperten Fahrerei. Und wegen dem hast du gleich kündigt? Ja. Am ersten Tag? Ja. Ja, sag einmal, Bub. Spinnst denn du vom Borbeck? Was hast denn du für eine Vorstellung? Was meinst denn du, was mir das kostet hat, dass du da reinkommst? Bloß weil der Bruno zum Einkaufen mitnimmt, musst du gleich kündigen. Also, sowas ist mir da noch nicht vorgekommen. Jetzt geh, hör mir doch mit deinem Brunner auf. Die Typen kenn ich schon. Verzeih mir nix. Heute fahr ich mit dem Einkaufen und morgen kann ich dann seinen Fernseher reparieren, ha? Nein, nein. Da muss man gleich Schluss machen. Zack und aus. So geht das nicht weiter. Mit mir nicht mehr, lieber. Da muss sich was ändern. Und zwar ganz gewaltig. Mit mir nicht mehr, lieber. Mit mir nicht. Also stell dir mal sowas vor. Jetzt ist der Bub einen Tag in der Arbeit und kündigt. Was hat er denn? Mein lieber Ignaz, ich gehe. Ich habe keine Lust, meinen freien Tag mit deinen Familienschwierigkeiten zu verbringen. Ich hab dir von Anfang an gesagt, mit dem Willi wirst du nur Schwierigkeiten bekommen. Jetzt geh weiter, Kate, jetzt fang nicht du an zum Spielen an. Also ruf mich bitte an. Auf Wiedersehen. Und viel Glück. Ah, gut. Ist jetzt gegangen? Ja. Ah, nicht schade. Entschuldigung. Mein lieber Bub, du kannst mir nur den letzten Rest nerven. Jetzt geh weiter, Willi, jetzt lach mal wieder. Kündigt ist kündigt, hast du selber gesagt. Vorbei ist vorbei, ist auch meine Devise. Schau, der Brunner. Ich mein, mein Fall ist er auch nicht. Wir kennen doch aus dem Schachclub. Das ist doch genauso. Im Grunde ist er nichts als wie ein kleiner Angeber. Aber andererseits, weißt du schon, er ist der Meister. Und wenn jeder so stur war wie du, dann hat er kein Mensch mehr arbeiten. Dann darf es aber bald keine Sinn im Meister mehr geben. Willi, glaub doch das nicht. Schau, es ist doch immer die Frage derjenige, der wo am längeren Hebel sitzt. Das kennst du doch, oder? Das weißt du doch von der Schule her, oder? Also, jetzt darf er da schon mal kommen. Grüß Gott, Herr Huber. Na, wie geht's Ihnen? Schlecht. Schlecht? Ja, wieso das? Ach, mit meinem Lehrling. Solche Schwierigkeiten, kann ich nur sagen, das ist manchmal zum Verzweifeln. Den Ludemeyer haben wir ganz frisch. Baby Steinbutt ist auch da. Steht nicht auf der Karte. Verstehen? Hast du schon was gefunden, Willi? Magst du einen Fisch? Nein. Da stinkt das Quanta noch, wie wär's so. Wir bringen es an Lu. Einen Lou. Und vorher eine Consommé-Double vielleicht? Ja, gern. Der junge Herr, haben wir schon was gefunden? Magst du lieber ein Fleisch, Willi? Ja, das auf alle Fälle. Turnedos vielleicht mit Käse überbacken? Was? Das ist sowas wie ein Rindsfilet. Ja. Ja, das nehme ich. Nudeln und eine Soße ist auch dabei. Spätzle. Ah,
Haus gemacht. Ja, ist mir auch recht. Den nehme ich. Ja. Und vorher auch? Ja, auch, ja. Konsommé. Was zum Trinken? Der blaue Blanc ist ganz frisch. Ja, gern, gern. Ja, also. So. Zweimal Blanc de Blanc. Und wir bringen uns ein halbes Bier. Mann, der traut sich vielleicht. Wer? Der Kellner. Er ist ganz schön frech. Hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Der Direktor. Ach ja, der kennt mich doch schon lange. Nur der weiß doch, dass ich früher mal einen Betrieb gehabt habe. Deshalb kenne ich doch auch die Problematik mit Lehrbuben und Gesehen so genau. Und wie früh hast du dann angestellt gehabt? Ja, am Anfang, also ganz früh, da waren wir zu viert. Und dann nach dem Krieg, also nach der Handelsmarine, da habe ich es ausgebaut. Und am Schluss waren wir dann Evi. Bitte schön, meine Herren. Danke. Die Konsommé. Guten Appetit. Danke. Das ist ja eine ganz normale Rindsuppe. Das heißt halt so, jetzt ist er mal. Zu dem Vorfall heute Nachmittag, Willi. Ich meine, ich war ja nicht dabei. Aber ich habe immer ein Prinzip gehabt. Und das habe ich auch immer meinem Meister gesagt. Jede Sache eine Nacht überschlafen und dann entscheiden. Zeit, Willi. Der Mensch braucht Zeit. Gerade bei so wichtigen Entscheidungen. Zeit zum Einkaufen, hä? Ach, Geschmarrn. Zeit zum Nachdenken. Kannst du nicht alles an Ort und Stelle machen. So was wie heute, Willi. Ich sag das. So was kann man einmal machen. Zweimal vielleicht noch. Aber dann ist Schluss. Tage, sag ich. Ganze Tage bin ich bloß gestanden und hab geschaut. Wo? Auf dem Schiff. Bei der Marine. Da lernt man das. Wenn du mal tagelang nichts anderes siehst, als wie nur Wasser, das Meer, dann lernst du, was Zeit ist. Dann merkst du erst, wie lang das Zeit eigentlich ist. Verstehst du, was ich meine? Zeit und Nachdenken, Willi. Das ist das Allerwichtigste, was man im Leben lernen muss. Mhm. Du hast dir leicht nachschauen können aufs Wasser. Hast du nichts arbeiten müssen? Hast du eine Ahnung, was auf unserem Schiff ihre Arbeit auffällt? Nur dazu auf dem Handelsschiff. Die Nachspeise, meine Herren. Gestatten Sie. Das Grüne auf der Sahne sind Pfefferminzblätter. Bitte sehr. Danke. Schau. Stadt ist nicht Land, das wirst du schon gemerkt haben. Schau, ihr wart zu zweit, da geht es. Da kann jeder machen, was er will. Jetzt hör noch gerade mal wieder auf, jetzt weiß ich's schon. Nein, das ist wichtig für dich. Du musst einfach lernen, dass auch noch andere da sind. Wo kommt man denn da hin? Ein bisschen Anpassung muss doch sein. Ha, sonst werden sie doch alle umbringen. Nein, das mag ich nicht. Das schmeckt mir nicht. Außerdem muss ich dir sagen, der Kellner ist mir so dermaßen unsympathisch. Also ich weiß nicht, wie du da über reingehen kannst. So ein Betrieb ist doch genau dasselbe wie die Gesellschaft. Nur kleiner. Das schmeckt mir nicht. Was? Das grüne Zeug da oben drauf. Und außerdem muss ich dir sagen, der Ring gefällt mir einfach nicht. Komm, geh mal. Jetzt warte doch ein bisschen, wir gehen ja gleich. Na gleich, ich mag jetzt nicht mehr da bleiben. Also jetzt spinn nicht. Jetzt warte noch eine Viertelstunde, wir müssen doch erst zahlen. Weißt du was? Du kannst dann noch da bleiben und dann zahlen. Ich geh schon mal. Ich möchte noch wohin. Ich komm dann schon mal. Fertig. Ja. Willi! Herr Direktor, ist was? Nein, nein. Machen wir es doch bitte schön die Rechnung fertig. Die Rechnung, jawohl.
Sind Sie Reisender? Sie? Na, warum? Sie wissen, dass der Aufenthalt für Nichtreisende im Bahnhofsgelände nach 24 Uhr verboten ist. Außerdem machen wir eh nach halben Stunde dicht. Ja, ich meine, ich will eh gleich wieder gehen. Schon gut. Kataloge. Aha. Ja, und wann wird die Stelle frei? In einem Monat? Na, so lange kann ich nicht warten. Aha. Dankeschön. Auf Wiederhören. Guten Morgen. Was telefonierst du denn da schon? Eine Arbeitssuche. Ohne Arbeit bin ich noch ein halber Mensch. Geh nicht rein, das Frühstück steht schon drinnen. Bis um 10 Uhr kann ich mich noch vorstellen. Ach, das ist zu weit. Das schaffst du nicht mehr. Muss das heute noch sein? Logisch, klaro. Wenn schon, den schon. Hernach ist weg. Na ja. Dann fahr dir halt hinaus. Mit der S-Bahn schaffst du das nicht mehr. Du? Ja. Mich? Ja. Mit was denn? Ja, mit dem Auto. Mit was denn sonst? Seit wann hast denn du ein Auto? Da weiß ich ja gar nichts. Musst auch nicht alles wissen. Hast mich auch nie danach gefragt. Also, das ist vielleicht schon ein starkes Stück. So einen Riesenwagen in der Garage vergammeln lassen. Wahnsinn. Der vergammelt nicht. Das ist ein Wagen für größere Fahrten, nichts für den Stadtverkehr. Gibt's außerdem eine S-Bahn. Und du? Was hast du denn? Jetzt wird er da gleich stehen bleiben. Du arbeitest dir den Motor auf. Das lass nur meine Sorge sein. Außerdem, ich fahr. Klar? Klar. Es ist grün. Du musst fahren. Ich will nicht rechts. Ich muss geradeaus. Die anderen hinten hupen doch schon. Lass hupen, uns pressiert's auch. Also, wenn's weiter so fasst, dann schaffen wir das nicht mehr, das weißt du schon, gell? Jetzt tun wir nicht tun und nervös machen. Ich glaub schon, dass ich schlecht gefrühstückt hab. Wir kommen schon noch hin. Lass dir noch Zeit.
Und? Wer war's? Kurt. Montag kann ich gleich anfangen. 2000 fürs Erste. Na, siehst du das, Willi, was sag ich? Zeit muss man sich lassen. Dann gingen die Sachen wie von allein.